Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei euren Rainbow Gamer, Leute. Und ja, wie ihr schon bereits seht, hier sehen wir gerade in Mortal Kombat 11 drinne. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, denn ich habe es gestern bekommen, weil ich habe ja in Kürze Geburtstag. Aber wenn ich Geburtstag habe, ist der Sale weg. Und ja, deswegen habe ich es schon vorher bekommen, wo der Sale noch da war, weil sonst wäre es 60 € teurer geworden, wenn hätte ich es zum Geburtstag bekommen. Und ja, früher ist ja auch besser. Deswegen habe ich Mortal Kombat 11 bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Story-Modus. Wenn ihr wollt, dass ich mal lokale Kämpfe oder Online-Matches mal gegen Spieler machen soll oder Computer und sowas alles, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Oh ne, Like ist jetzt zum Gefällt mir, aber schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Digga. Ich fange schon an, so wie die anderen Idioten-YouTuber an, dass er lasst ein Like haben, wenn wir das machen sollen. Oh. Egal. So. Wir fahren auf jeden Fall jetzt an mit der Story. Let's go. Oh. Hier natürlich sehr schwer, nein, Spaß, Leute. Auf leicht. Ne, sehr leicht, nein, Spaß, okay. Eigentlich nicht lustig, aber egal. So. Untertitel. Lassen wir mal aus. Erstmal ganz lange überlegen. Okay, ich bin leise. By the way, Leute, um das zu verstehen, müsst ihr erstmal den Ende von Mortal Kombat X sehen, weil sonst versteht man das nicht. Ich habe ja Mortal Kombat X durchgespielt, deswegen fange ich hier mit der Story an. Aber falls ihr das Ende von Mortal Kombat X noch nicht gesehen habt, schaut erstmal auf jeden Fall da vorbei. Und ja, dann geht's weiter. Unser Kampf hat dich verändert. Zum Besseren. Akzeptierst du die Wahrheit, die die Götterältesten leugnen und die der Grund für meine Verbannung war? Die einzige Wahrheit ist, Shinnok, dass denen, die das Erdenreich schinden, keine Gnade gebührt. Ich vernichte unsere Feinde, bevor sie uns vernichten. Angefangen mit dir. Nur wie, Raiden? Nicht mal du kannst einen Götterältesten töten. Es gibt Schlimmeres als den Tod.
liefere dich an Lu Kang und deine Unterreichlakaien aus. Du wirst ihnen als Warnung dienen, als Manifest meines Zorns. Nicht dein Schicksal, Shinnok. Erneut hat der Donnergott die Waagschale ins Ungleichgewicht gebracht. Doch sei dir gewiss, das Universum beugt sich stets meinem Willen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Seit 25 Jahren sind die Spezialeinheiten Schild und Speerspitze des Erdenreichs. Wir schlugen Shao Kahn zurück, besiegten Shinnok, bezahlten aber für jeden Sieg einen hohen Preis. Vor kurzem wurde Commander Jackson Briggs ehrenhaft entlassen. Seine Wunden, sowohl physische als auch psychische, ließen uns keine andere Wahl. Wir ehren Jackies Vater und das durch ihn erbrachte Opfer, als er tat, was er stets tat. Das Erdenreich zu verteidigen. Sergeant Cage, vortreten. Dank ihrer Führungsstärke und Entschlossenheit wurden sie befördert zum Commander. Aber ihr Nachname nützt ihnen nichts. Sie müssen in alter Spezialeinheitentradition noch einen letzten Test bestehen. Den Offizier vermöbeln, Ma'am. Also Sie, Ma'am. Versuchen Sie es doch, Sergeant. Mal sehen, ob Sie zu was taugen. Fight! Leute, ich habe einfach vergessen, das Mikrofon anzumachen. So, zwischendurch hier mal die Kombos gucken. Bam. Oha, oha. So. Oha. Commander Cage meldet sich zum Dienst. Boah, ich hasse Cassie Cage. Mein Glückwunsch, Commander. Ach komm, Dad. Musst du schon los? Du hast deine Pflichten, Commander. Ich hab meine. Die nächste Fortsetzung von Ninja Pantomime klingt für mich nicht gerade nach Pflicht.
Ich muss für dich sorgen, genauso wie du es von mir gewohnt bist. Mann, Leute, ich kann euch hören. General Blade, Cassandra Cage. Was ist Raiden? Das Unterreich. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Vielleicht gibt es eine Erklärung. Liu Kang und Kitana waren einst Freunde. Sie wurden unverkennbar von Shinnoks Bosheit gezeichnet. Sie sind nicht länger die Champions, die wir einst kannten. Wir müssen einen Präventivschlag einleiten. Wir hätten schon früher angreifen sollen. Wie ist das Ziel? Tief unter dem Schloss von Liu Kang und Kitana liegt die Kathedrale von Shinnok. Das Zentrum seiner Macht. Vernichtet man sie, vernichtet man auch die Armee der Untoten. Und die Bedrohung für das Erdenreich. Bist du nicht schwächer im Unterreich? Ja, aber ich bin stark genug, die Armee der Untoten in Schach zu halten. Das verschafft uns Zeit, in die Kathedrale einzudringen und sie dann zu zerstören. Nageln sie uns fest, kommen wir nicht raus. Wenn das Erdenreich überleben soll, müssen wir bereit sein, Opfer zu bringen. Oh, hör mal, ich kann deine ganze finstere Leier mit den Opfern und diesem düsteren Scheiß nicht mehr hören. Du verlierst ja keine Familie. Ich kenne Schmerz, Johnny Cage. Raiden hat recht, Johnny. Wir sind nicht bereit für einen neuen Krieg. Wir müssen die Armee des Unterreichs vernichten, bevor Liu Kang sie hierher bringt. Sind in Position. Raidens Ablenkungsmanöver klappt besser. Hinfort! Oder ihr spürt den Zorn des Beschützers des Erdenreichs.
Raiden bis hierher kommt, vernichtet ihn. Das Narbengesicht des Kabar? War er nicht Kanos Handlanger? Lass dich von den Narben nicht täuschen. Er ist schnell. Kümmere dich um ihn und Jade. Ich gehe nach unten und platziere das C4. Alles klar. Prügel widme ich ihr, Kabar. Fight. Let's go, Digga. Oh. So, nochmal hier ein bisschen die Kombos gucken. Oha, oha. Oh, ich war gerade nicht auf den Kombos, bruh. Scheiße. Alter. Tschüss. Bam, Digga. Bereit. Jo. Das noch. Oha. Brutal. So wird das gemacht. Du verlierst so schnell wie du. Trotzdem hasse ich diese Frau, Alter. Jackie, wo ist Jay? Davon gelaufen. Sie holt wohl Hilfe. General, wie ist die Lage? Noch 10 Minuten. Die Pfeiler stehen viel zu weit auseinander. Kann ich helfen? Negativ. Gebt uns Deckung. Noch 10 Minuten? Wir müssen in 5 hier raus sein. Dann sitzen wir in der Scheiße. Wir haben noch C4, oder? Ja, wieso? Verschaffen wir uns doch damit Zeit. Oha, Raiden rasiert. Imperator, Imperatorin, Erdenreichler nehmen den Knochentempel ein. Aber Raiden... Er ist bloß Ablenkung. Kann losgehen. Thank you.
Ja, Jackie Briggs hat sich auch irgendwie. Ey, nein! Kann ich einmal nicht Cassie Cage spielen, Alter? Nicht vergessen. Sind deine Narben verheilt? Fight! Ja, komm, Alter. Digga, wer spielt Cassie Cage jetzt mal ernsthaft? Vergiss es. Oha. Fest, Cassandra Cage. Oh nee. Du bist eins der Auserwählte. Raiden hat recht. Was auch immer Shinnok dir antat, du bist verloren. Fight. Bam, Digga. Habe ich noch irgendwas? Oha, oha. Alter, immer. Warte, was gibt's noch? Ja, Mann. Bereit. Fick dich. Oh.
bin hier, Cass. Haltet durch, wir holen euch da raus. Oh nein. Sie sind tot, Cass. Und ich werd's auch nicht schaffen. Was? Ich lass dich auf keinen Fall zurück. Bring dein Team nach Hause. Das ist ein Befehl. Deine Pflicht. Ich muss die Mission zu Ende bringen. Mom, nein! Wir holen dich raus! Ich liebe dich, Cass. Als ob die sich selber in die Luft springt jetzt. Gib deinem Dad einen Kuss von mir. Mom, nein! Die Zündsequenz ein. Dann brich sie ab, Jackie. Das geht nicht. Commander! Unser Befehl lautet zu verschwinden. Oha, jetzt macht die an. Einen Heldentod. Möge unser aller Leben so enden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Gott sei Dank, ihr seid zurück. Wie lief die Mission? Nein. Der Kathedrale sind wir einfach nur schwach. Wir sind verwundbar. Wer bist du? Eine von Raidens Gottesältesten, die uns verspottet? Nein, Kitana. Ich bin so viel mehr. Seht. In Balance zu halten. Doch meine perfekte Schöpfung wurde durch Raidens Taten aus dem Gleichgewicht gebracht. Ihr beide spürtet den Schmerz am deutlichsten. Was können wir tun? Die Vergangenheit ist vergangen, oder? Das muss sie nicht sein. Ich werde die Zeit zurückdrehen und die Geschichte wird neu starten.
Doch selbst mit all meiner Macht kann ich diese neue Ära nicht allein einläuten. Inwiefern wird diese neue Ära anders? Auf vielerlei Arten. Am wichtigsten jedoch, es wird dort keinen Raiden geben. Aber hoffentlich ein Skorpion. Und ein Sub-Zero natürlich auch. Geil, Digga. Oh. Du bist mir seit Jahren ein Dorn im Auge. Du hast die Bewohner der Außenwelt gepeinigt. Heute wirst du deine Schuld bezahlen. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst ein Dislike da. Weil dann weiß ich, ob euch dieses Projekt gefällt. Aber ich bitte auch darum, dass ihr nicht ohne Grund disliked. Und schreibt mir auf jeden Fall Feedback in die Kommentare, ob es gut war, ob es nicht gut war und wenn ja, was ich besser machen kann. Und ja, ihr könnt auch andere Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.